Da bin ich wieder zurück zu meinem Let's Play Horizon Zero Dawn. Ich bin's mit der Eurobum 36 und wir sind immer noch auf dem Weg zu diesem einem komischen Lager, von dem wir natürlich noch nichts gehört haben, noch nie was gehört haben. Und müssen dabei immer wieder kämpfen, weil ja sehr viele Maschinen uns auf den Nerven gehen. Und ich merke gerade, dass der Weg mit der Maschine ein bisschen blöd weh ist, aber okay. Oh nein. Habt ihr den Stürmer da gerade gesehen? Okay, spätestens jetzt. Jetzt kann ich dich eh nicht mehr mitnehmen. Jetzt muss ich klettern. Da ist auch wieder ein Lagerfeuer. Hier ist das Lager des Wühlers. Die Werkstatt muss also in der Nähe sein, wenn ich um die Lawine herumkomme. Hier ist nichts zum Lesen für mich. Okay. Wir werden schon in die Werkstatt kommen. Außer uns hält natürlich irgendwie ein Wesen auf. Also halt eine Maschine. Oder wir springen einfach fast in den Tod. Geht natürlich auch. Was soll denn die Zeitlupe da jetzt? Aber okay. Machen wir es nochmal spannend. Vorratskiste, interessant. Ja, und jetzt? Wo ist denn diese komische Werkstatt? Ja, ich bin in der Nähe, aber hier scheint sie nicht zu sein. Bloß ich muss höher. Ganz offensichtlich. Weil hier geht es nämlich nicht weiter. Ah, hier geht's höher. Okay. Wow, wow, wow. Vorsicht. Meine liebe Dame. Ach, come on. Ah, Langbeine. Okay, also Langbeine. Habe ich irgendwie ein Tutorial, das Langbeine mit einfließt? Lanzenhörner, keine langen Beine, auch nicht. Versetzte Maschinen mit Verderbnispfeil im Wut. Schocker Anfängermaschinen mit Schockbolzen. Feuer mit Schockpfeilen auf Energiezellen. Okay, also, wir haben das da und das mache ich mit
der Kascharassel. Okay, also schnell mal kurz die Ausrüstung wechseln. Metallbolzen, Schockbolzen. Come on. Noch weitere Gegner? Nö, anscheinend nicht. Eisbröllrücken, ne? Hab ich da auch Dings? Ja, ich weiß, ich gehe gerade alt und toll, so ist mir aber gerade egal. Freue mit Eis und auf Kühlsaftbehälter. Naja, steht jetzt hier nicht unbedingt dabei. Dass das. Nö. Als habe ich die Rassel ausgewählt, ne? Warte mal, Schattenschleuder, Eisbrüll, verbrenne Feueranfällige Maschinen mit Feuerbomben. Die Schattenschleuder muss ich aber ausgerüstet haben. Noch jemand? Wir waren auf dem richtigen Weg. Ich habe keine Ahnung. Was? Der Schneefall. Die Welt wird weiß. Ja, das ist schön. So, okay. Das ist eigentlich hier schon wieder drin. Ah, Verwüsterlinse, okay. Halt. Ein Köder hat diesen Sturmvogel angelockt. Wenn ich das Gerät finde und zerstöre, sollte die Maschine verschwinden. Oh nein.
Gibt's auch eine Quest für den Sturmvogel? Ich weiß, ich nerv euch vielleicht gerade damit, aber es ist mir egal. Fessle große Maschinen. Ich will nicht fesseln. Katja-Kriegsbogen. Feuer mit Eispfeilen am Kühlsaftbehälter. Gibt's noch was anderes? Okay. Mit Eisfallen. Das heißt, ich muss wieder die Waffe wechseln. Waffen. Das ist ein Eisfallen. Eisbehälter. Wo ist denn bei dem Vogel bitte? Wo ist bei diesem Vogel bitte das, was ich suche? Eisbehälter. Wo ist denn das mit dem? Was fliegt da jetzt hin? Meine Güte. Das ist doch der Eisbehälter, aber nicht. Ah, das ist der Eisbehälter. Den Kühlsaftbehälter. Hatte das überhaupt? Nö, hat er nicht.
Oh, Wecker. Wieso vergeht die Zeit immer so? Doch richtig getroffen, die ganze Zeit. Aber es zählt natürlich bloß einmal. Meine Güte. In der Ruhe liegt die Kraft. Jetzt sollte ich mich um den Köder kümmern. So. Da ist er, der Köder. Das ist ein nerviges Geräusch. Erledigt. Der lockt keine Maschinen mehr an. Notizen. Pergament, Tinte, viele Seiten sind... Sind mit fahriger Handschrift gefüllt. Wer dieser der Warlauch ist, er hat wohl viele Feinde. Und aus gutem Grund. Jetzt erstatte ich in Scheuerfels Bericht. Zerfetteter Brief. Brief, ein Stück Pergament mit hingekritzelte Glyphen. Meine lieben losen Schrauben und Zahnräder, ihr traurige Gestalten habt mich nicht gefunden. Wieder einmal, eure Versuchen, mich zu erwischen, würden mich zum Lachen bringen. Wenn ich nicht voll und ganz damit beschäftigt wäre, euch bei eurem Sammeln von Informationen immer zwei Schritte voraus zu sein. Gebt einfach auf, oder noch besser, bringt euch um. Und das spart mir die Mühe, ihrem wertlosen Nichtsnutze. Diesmal der Eure, der Fall. Niemals der Eure, der Fall. Okay. Wie dämlich ist das denn? Aber okay. Irgendwie habe ich eigentlich mehr auf eine besondere Dings gehofft, wie nennt sich das? Auf so eine Zündkerze gehofft, damit ich mal endlich mal an diese Rüstung rankomme. Aber das muss wohl warten. Ist hier eigentlich noch irgendwie was, bevor ich abhaue? Nein. Leider nicht. Warte mal, hier geht's auch lang. Kann ich mich da abseilen oder was? Weil der Weg sagt, da geht's lang. Okay, schauen wir mal.
Der Graufuhl ist ganz weit unten da gelandet. Den werde ich nicht mehr bekommen. Naja. Dann ist das eben so. Sehe, ich kann mich hier abseilen. Ich stelle mal ein Pferdchen noch irgendwo da oben rum, ne? Ist halt ein bisschen blöd. Verwüster. Vorsicht da unten. Oh nein, ey, wieso zählt das? Ist doch nicht. Ich habe schon wieder keine Reitmaschine mehr. Ich muss mir schon wieder eine holen. Das ist echt unfassbar. Ey, da geht man wirklich nur ein paar Meter zu weit weg und schon ist man, hat man keine mehr. Hab ich ja schon gelesen. Nein! So. Okay. Nochmal. Oh Mann. Ich
kann den Part wieder nicht beenden. Das nervt mich gerade. Tutorials. Sonnenkiefer und Sturmvögel. Was sollen denn da jetzt so welche? Graufühl, soweit ich weiß. Verbrenne feueranfällige Maschinen mit Feuerbomben. Soll ich den Grauhabicht mit einer Feuerbombe fangen? Das ist echt schwierig. Mein Stürmer ist kaputt. So viel zum Thema leichtes Gepäck. Na gut. Hier hat erstmal wieder kein Reitgefährte. Ja. Aktiviere ich jetzt erstmal wieder den Nebenquest, damit sie auch das erkennt. Und dann machen wir hier weiter im nächsten Video. Also bis dahin. Ciao, ciao!